Die Genitalbeschneidung von Mädchen wird trotz weltweiter Kampagnen und staatlichen Verboten noch in vielen traditionellen Gesellschaften praktiziert. Auch im westafrikanischen Staat Burkina Faso ist Exzision verboten, wird jedoch vor allem im ländlichen Milieu heimlich ausgeübt. Regina Fehrmann versucht seit mehreren Jahren, die Menschen in den Dörfern zur Aufgabe dieser traditionellen Praxis zu bewegen, mit Schattentheater. Also ich heiße Regina Fehrmann, ich bin 1942 geboren und mache seit 2002 Aufklärung, zunächst mal mit dem Mittel Schattentheater gegen AIDS-Infektion und dann gegen Beschneidung von Frauen und Mädchen. Und ich mache das die Geschichte gegen FGM noch nicht so lange. Ich habe mich lange geweigert, das zu machen. Und ich bin da unterwegs mit Gruppen aus verschiedenen Ethnien, in verschiedenen Dörfern vor allem. Die Geschichte mache ich nicht selber. Ich habe das Know-how vom Schattentheater und den Figuren beigetragen. Und es gibt eine Organisation, den Förderkreis AIDS-Aufklärung, der das ermöglicht, finanziert. Aber auch ich selber trage dazu bei, indem ich Vorträge mache. Ich hätte wirklich unmöglich etwas selber erfinden können, eine Geschichte, die sich eignet für die Landbevölkerung, in verschiedenen Ethnien auch noch. Das sind die Menschen vor Ort, also Bauern und Bäuerinnen eigentlich vor allem, die zur Region passend ihre Geschichte kreieren. Wir erarbeiten uns das gemeinsam. Insofern, dass ich halt dann mein Know-how, wie Schattentheater funktioniert, mit einbringe. Und dann sehen wir an der Reaktion des Publikums, ob wir es gut oder nicht gut gemacht haben. Und also ihr werdet es heute Abend sehen. Aber ich könnte unmöglich die Geschichten machen. Ich kenne die Einzelheiten der kulturellen Zusammenhänge einfach nicht gut genug. Ich lerne dadurch. Ich habe sehr viel gelernt dadurch. Das ist wirklich unglaublich. Mein Wunsch war ja, hier in Afrika dazu zu lernen und auf diesem Wege. Erstaunlicherweise habe ich tatsächlich lernen dürfen und ich bin eben gefragt worden. Von Anfang an, auch das AIDS-Stück habe ich ja nicht selber mir überlegt, ich mache jetzt hier Aufklärung, um Gottes Willen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich wäre wirklich, also nicht im Traum wäre mir das eingefallen. Ich wollte halt was mitbringen, ich wollte nicht mit leeren Händen kommen. Ich hatte zwei Puppenspielergruppen kennengelernt in Magdeburg. Und deswegen brachte ich halt ein Schattentheaterstück mit. Also die Szenerie, die Puppen. Ja, aber wer schreibt jetzt diese Stücke? Wir schreiben die nicht. Die werden gemeinsam erarbeitet und es ist vor allem Aure, der da sehr kreativ und sehr gut sich mit eingebracht hat. Also das zweite Stück ist schon, kann man sagen, zu einem großen Teil auf seinen Einfall von uns macht. Und ich habe halt das umgesetzt jetzt schon. Das ist meine Aufgabe. Also ich habe jetzt gerade hier Aure Kotanabu gebeten, sich dazuzusetzen. Das ist wirklich mein Mitarbeiter seit 2,5 Jahren. Und das zweite Stück gegen Beschneidung wäre ohne ihn nicht zustande gekommen, muss ich sagen. Und auch hier, das Einstudieren wäre eigentlich so nicht möglich gewesen, wenn er nicht hinzugekommen wäre. Also er ist mein Co-Regisseur, kann ich schon wirklich sagen. Er spricht mehrere afrikanische Sprachen und Französisch. Im Anschluss an jede Aufführung wird versucht, das Beschneidungsthema mit den Zuschauern zu diskutieren. On va pas les dénoncer. On est venu pas pour dénoncer. On veut que tu peux parler.
Mais n'est-ce pas que je suis en train de faire un petit peu de temps.